fort. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Hey, guck mal. Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren? Misty? Ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Der Gast ist im Fokus. Thank you.
Sir. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt, ich weiß nicht. Versuch's mit Waffen. Peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Das ist gut, Sir. Das ist ein Gott von Judy. Hast du den Bagul? Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du's so mit Streunern hast, kümmere... Dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss?
Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Ich bin auch nicht heil davon gekommen. Ach komm, ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten. Sie wusste von Anfang an, worauf es hinausläuft. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, V. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Gramm in einem verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Der Club hat zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocks damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocks gehen vor. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mocks vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mocks mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Red Menace, Purple Horse, it's us, Rax. After making way
Evelyn. Gib's zu, hier geht's um Judys Virtus, oder? Heiler Scheiß, find sogar ich. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs im Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vee. Was, kein Schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Total. Du machst mal schön die Fliege. Na
Wenn du Ärger machen willst, kannst du es gern versuchen. Ach, die Gnide! Down there, of course.
Leben lang ist's her. Wakakuru Kada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dorset, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten.